Beginnen wir mit wenigen Impressionen vom Traumduell der Giganten. Es beschert uns heute das historische Triple an die Spree. Die Berlin-Volley schlagen den Titelverteidiger mitreißend eindrucksvoll. 8.120 Zuschauer in der heimischen Halle. Gleich in seinem ersten Jahr holt Trainer Roberto Cerniotti den DVV-Pokal, den Europapokal und nun am Tage seines 54. Geburtstages das Triple mit der krönenden deutschen Meisterschaft. Einst aus der Sömmeringhalle und dafür ja wir verantwortlich für das TV-Magazin Best of Five die stetige Aufwärtsentwicklung des Charlottenburger Clubs dokumentieren. Von diesem gewachsenen, leistungsstarken Team um seinen Besten, den Australier Paul Carroll, immer wieder Paul Carroll, ist noch mehr in aller Zukunft zu erwarten. Wir jedenfalls ließen kein Spiel aus und verfolgten, wie es bis zum heutigen Tag aufwärts ging. Einer engagierte sich besonders, Manager KW Niromant. Nun weiter, Dennis und Christopher, bitte übernehmen. Es sollte der letzte Einmarsch der Berliner Volleyballhelden in der Saison 2015-16 werden. Spiel 3 der Playoff-Finalserie gegen den VfB Friedrichshafen bedeutete den ersten Matchball zur deutschen Meisterschaft und damit auch zum historischen Triple-Triumph. Die Bühne hierfür war bereitet. 8.120 Zuschauer in der nahezu ausverkauften Max-Schmeling-Halle machten Deutschlands schönstem Volleyballtempel alle Ehre. Zudem hatten sich die Hauptstädter gemeinsam mit Hauptsponsor Berlin Recycling zu diesem besonderen Anlass wieder einmal ein attraktives Rahmenprogramm ausgedacht. Die Vorzeichen also durchweg positiv. Und auch im Spiel setzten die BR Volleys in einer völlig ausgeglichenen Anfangsphase das erste Signal. Diagonalangreifer Paul Carroll brachte die Hausherren zur ersten technischen Auszeit mit 8:7 in Führung. Es blieb auch in der Folge knapp, doch die Berliner dank kompromissloser Aufschläge von Robert Kromm weiter vorne. Der Kapitän hatte eingeleitet, Carroll vollstreckte zum 19:17. Der Australier dann auch mit dem letzten Wort in Satz 1. In der Verlängerung das entscheidende Ass, 26:24 und schon der achte Punkt von Carroll. Zuvor hatte allerdings der eingewechselte Sebastian Kühner mit zwei Aufschlägen die Weichen auf Sieg gestellt. It was possible to lose the first set. Es war möglich, dass wir den ersten Satz heute verlieren, bis zur Einwechslung von Sebastian Kühner. Das war übrigens nicht meine Idee, sondern die meines japanischen Assistenztrainers. Er sagte mir, Roberto, ich denke, wir sollten diesen Wechsel vornehmen. Also gilt mein Dank heute Shimbo. Im zweiten Durchgang erneut das mittlerweile gewohnte Bild. Die BR Volleys am Drücker. Auch der einzige kleine Rückstand bei 6:8 wurde direkt und eindrucksvoll wieder ausgeglichen. Die Gastgeber nahmen gegen weitgehend unterlegene Häfler nun wieder so richtig Fahrt auf. Das 15:11 durch Felix Fischer schon die Vorentscheidung auf dem Weg zur 2:0 Satzführung. Beim restlos begeisterten Publikum in der stimmungsvollen Max-Schmeling-Halle stieg die Triple-Vorfreude. Unter ihnen übrigens auch Berlins Ex-Trainer Marc Lebedew. Beim Team seines Nachfolgers Roberto Cerniotti stieg dagegen nochmals die Quote in Annahme und Angriff. Die logische Konsequenz: wieder Felix Fischer zum deutlichen 25:16. Nur noch 25 Zähler fehlten zum Triple. Von Nervosität oder Anspannung aber quasi keine Spur. Es konnte schwierig sein, aber wir haben vorher und gestern gesprochen und wir haben gesagt, dass hey, es ist nur ein ganz normales Volleyballspiel. Wir mussten nur über den nächsten Punkt denken und das ist, was wir haben gemacht. Mit der 2:0-Führung im Rücken spielten sich Carroll und Co. dann phasenweise in einen wahren Rausch. Trotz der weiterhin tapferen Gegenwehr des Dauerrivalen vom VfB Friedrichshafen zweifelte wohl niemand im Berliner Volleyballtempel noch an der Krönung einer grandiosen Spielzeit. Die BR Volleys in einem dennoch intensiven dritten Satz erneut schon vom Start weg in Führung. Der erfolgreiche Block bedeutete das 13:10. Die über 8000 Fans hielt es längst nicht mehr auf ihren Sitzen, als die BR Volleys auf die Zielgerade Richtung Meisterschaft einbogen. Fokussiert und unaufhaltsam zogen die Berliner durch. Der Sieg gerät nicht mehr in Gefahr.
Wieder einmal Paul Carroll zum 20:16. Ein Aufschlagfehler von Maximiliano Gauna besiegelte nach einer Stunde und 20 Minuten Spielzeit letztlich den insgesamt glatten 3:0 Erfolg und den überraschend deutlichen Gewinn der Finalserie. Der Rest war eine Volleyballparty in Schwarz-Orange. Ausgelassene Jubelstürme gingen durch die Berliner Max-Schmeling-Halle. Und auch für MVP Paul Carroll war es ein unvergesslicher Tag. Es war cool heute für mich, dass ich konnte vor meinem Sohn und der Frau spielen. Und meine Eltern sind auch hier. Es war das erste Spiel von meinem erste Volleyballspiel von meinem Sohn. Er ist nur 5 Wochen alt. So für mich ist es ganz toll, dass er konnte hier sein. Und ich habe ihn direkt nach dem Spiel gesehen und es war ein ganz besonderes Moment für mich. Besonders wichtig war es der Mannschaft zudem, dass man die deutsche Meisterschaft nach 2 verpassten Möglichkeiten diesmal vor der einzigartigen heimischen Kulisse nach Hause geholt hatte. Wir konnten es nicht schaffen in den letzten 2 Jahren und ohne diese Unterstützung, wir können gar nichts gewinnen. So, ja, heute nach dem Spiel, ich habe in der Tribüne geguckt und es war ja ganz cool, dass ich habe ja alle diese Leute gesehen. Die Unterstützung in Berlin ist unglaublich und jetzt ja, bin ich nur zufrieden. Und auch für Geburtstagskind Roberto Zagnotti bedeutete der dritte Titelgewinn den perfekten Abschluss seiner unglaublichen Premierensaison in Berlin. Is the best present for me. Das ist das beste Geschenk, was ich mir hätte wünschen können. Es ist einfach unglaublich. Ich denke, jeder einzelne Titel hat dabei geholfen, den nächsten zu gewinnen. Im Moment des größten Triumphs ihrer Vereinsgeschichte vergaßen die Verantwortlichen der Berlin Recycling Volleys zudem nicht, Friedrichshafens Trainerlegende Stelian Mokulescu einen stilvollen und würdigen Abschied zu bescheren, bevor die Meisterfeierlichkeiten schließlich weitergehen konnten. Gemeinsam mit ihren Fans wollen die frisch gebackenen Triple-Gewinner übrigens schon am Dienstagabend ab 19 Uhr weiterfeiern. In der Max-Schmeling-Halle steigt dann die große Saisonabschlussparty. Alle weiteren Informationen auf br-volleys.de. Ja, ich danke euch beiden. Damit aber noch nicht genug. Zur Sache ist rein fachlich zwar alles gesagt, aber so ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag muss mit allen Emotionen länger in Erinnerung bleiben. Auch die anständigen Verlierer haben Komplimente und ein Dankeschön verdient. Und der Gästetrainer Stelian Mokulescu, mit ihm waren die Berliner zwar nicht immer gut Freund, aber er feierte Erfolg auf Erfolg. Er wurde in seinem letzten Spiel mit angekündigtem Karriereende würdevoll verabschiedet. Frank Winkler führt Interview mit ihm. Strahlend und voller Freude der Berliner Coach Roberto Gnotti mit dem schönsten Geburtstagsgeschenk, das ihm die Mannschaft bereitete, das Triplett, die deutsche Meisterschaft. Nachdem das Pendel im umkämpften ersten Satz mit 26:24 zugunsten des Clubs ausschlug, waren die Friedrichshafner in Satz 2 und 3 chancenlos. Als wenn sie spürten, hier und heute ist gegen die Berlin-Volleys nichts zu holen. So einen Tag hat Volleyball Deutschland noch nicht erlebt. Berlin, Berlin, das macht auch die Berliner Luft. Jetzt lasse ich sie mit dieser Stimmung und den Bildern allein. Ach, warum rede ich überhaupt noch? Ein Bild sagt doch mehr als 1000 Worte. Und diese Bilder müssen, weiß Gott, nicht kommentiert werden. Einfach genießen. Genießen, zurücklehnen und Freude haben am Berliner Erfolg in einer sehenswerten Sportart.